Aufruhr. You'd best yield now. Nördliche Königreiche. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Und wir haben direkt Medoc und beide Freiwilligen auf der Hand. Ja, okay. Ich meine, wir fangen an. Was nicht so verkehrt ist. Frage ist, wollen wir einen Freiwilligen behalten? Wir bräuchten einen Zwerg für die Gerechtigkeit später. Aber wir haben jetzt zwei Zwerge. Aber die Gerechtigkeit werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mit der letzten Karte ziehen. Ich lege sie trotzdem ab. Okay, wir haben die Gerechtigkeit vielleicht doch gezogen. Miet. Ich mag den Säbelzahntiger. Einfach, weil er, wenn er jetzt eine Karte mit Schild ausspielen würde, das Schild sofort weghauen würde. Eine Einheit weg. Und ein neues Tigerchen. Die Karte ist einfach so unfassbar nice, um in der ersten Runde Druck zu machen. Okay, das finde ich jetzt nicht so nett. Ja, wir müssen für später auch noch eine Karte nach hinten verschieben, aber wenn wir jetzt was verschieben würden, würde es einfach nur Platz mit einer Bombe basteln. Das heißt, wir können da ein bisschen warten. Und da wir sowieso die Gerechtigkeit ausspielen wollen, können wir erstmal einen Feuerwerk rufen. Ich muss übrigens sagen, es gibt schon einige Änderungen am Patch, die mir nicht so ganz gefallen, aber das liegt auch mit dem zusammen, was ich die letzten Tage gemacht habe. Ich finde es furchtbar schade, dass die Zangenmanöver ändern. Zangenmanöver war so gut. Na, willst du noch einen Buff? Okay. Weil wenn ich mit dem Feuerwerker was Dummes treffe, ist es halt, wenn ich den Fünfer treffe, lohnt sich Bombe basteln nicht ausspielen. Wir aktivieren erstmal, treffen die Dreier, kriegen das Kätzchen wieder um. Jetzt habe ich die Option, könnte Medoc aktivieren, graue Fähne nach hinten verschieben, eine Bombe verbasteln und der würde halt dann nächste Runde sterben. Oder ich hole die Gerechtigkeit raus mit den Zwergen, aber ich glaube, wir aktivieren erstmal Medoc, schieben dich nach hinten. Benutzen den Boost auf dich, weil es eh egal ist. Okay. Zangmanöver holt eine nördliche Königreichkarte aus deinem Deck. Und wenn es eine Einheit ist, wird es um 5 Punkte verbessert. Was wird noch? Es wird eine Menge geändert. Maskenball wird geändert, dass Maskenball halt nicht mehr durch Spionage-Aristokraten ausgelöst wird. Und dann noch andere Anführerfähigkeiten. Nilfgaard-Soldaten kriegen mehr Rüstung mit ihrer Anführerfähigkeit und sonstiges. Aber es ist auch noch nicht alles bekannt. Also Patch Notes, wie gesagt, wir werden uns die Dinge angucken, aber die werden erst am 5. oder so rauskommen. Also am 5. Mai werden die Patch Notes rauskommen. Ich bin mal gespannt. Naja gut, dann werde ich die Runde sowieso nicht mehr benutzen. Gerechtigkeit. Wir holen uns die Freiwilligen raus. Okay. Mich wundert es bis jetzt mit dem Aufruhr. Wir haben nämlich so gut wie noch gar keine Hexer gesehen. Aber wir sehen trotzdem, Fregatte ist halt nur ein bisschen komisch, ne? Weil die Fregatte wird in den Hexerdecks nicht gespielt. Wir werden nächste Runde definitiv passen. Wir liegen jetzt schon mit 12 Punkten vorne und wir kriegen noch 7 Punkte, weil der Tiger sich nochmal umdreht. Das heißt, unser Gegner müsste jetzt mit 2 Karten 20 Punkte machen. Jetzt muss er noch eine 12-Punkt-Karte ausspielen. Hey, Freaky. Ich meine, es ist möglich für ihn, aber
haben wir dadurch einen sehr großen Nachteil. Unser Gord könnte höchstens in den blutigen Baron reinlaufen. Aber 12 Punkte hast du auch nicht mehr so leicht gemacht. Da muss zumindest eine sehr gute Karte fallen und oder mit zusammen Anführerfähigkeit. Und das kostet schon einiges. Ah, guck mal, da ist schon der blutige Baron. Das heißt, er muss noch eine komplette Anführerfähigkeit opfern. Plus blutigen Baron. Das ist doch sexy. Und jetzt, da der blutige Baron raus ist, ist der Last Say God auch nicht mehr unbedingt ein Nachteil. War skellige Hexer jemals Meta? Skellige Hexer waren schon sehr gut spielbar. Die Frage ist, was definierst du als Meta? Also ich glaube, Skellige Hexer war nie das stärkste Skellige Deck, aber es war durchaus ein Deck, was in der Meta ziemlich gut mithalten konnte. Gibt es noch irgendwas, was wir haben wollen? Wir haben noch Burhelm, wir haben noch Dunker, wir haben noch Gord, wir haben noch Ragnarok, wir haben noch einen Waldbeschützer. Also haben wir noch so ziemlich viele Karten, die wir haben wollen. Bombe lege ich mal ab, kriegen Dunker, Bergarbeiter lege ich ab, ziehen Gord. Feldwebel. Okay. Könnte den Mondstaub benutzen. Ich meine, wir würden den Feldwebel halt... Ja, ja. Das ist eine 6-Punkt-Bombe plus 3 Punkte Madrock. Also, warum nicht? Abenteuerkleid. Okay, Hitzewelle. Also wenn jetzt ein Visigotha kommt, können wir Visigotha immerhin bewegen. Oder er spielt ihn einfach nur nach hinten aus und wir aktivieren den Madoc. Ist ja auch eine Möglichkeit. Dann müssen wir nicht mal bewegen verschwenden. Left, right, left, right. Mere, Kispar in me. Wir lassen den Trommler. Wir holen uns mit Dunker noch ein paar schöne Carryovers für die nächste Runde. Und dann haben wir eine kurze Runde mit einer kompletten Anführerfähigkeit, einem zweiten Gord und potenziell einer Karte mehr. Okay, er nimmt unsere Dunker weg. Temeria has yet to speak its last. Ach, I'm feeling sleepy, grumpy, dopey and bashful. Ich schieb sogar mal den Trommler nach hinten, weil es von den Punkten her ausreicht. Will ich ihn mit Madoc zerstören, ist jetzt die Frage, aber das würde nicht ausreichen von den Punkten. Du hast eh schon gewonnen. Ja, vielleicht. So, wir können Madoc aktivieren. Frage ist, ich denke, wir werden den Wald beschützen. Oder wir könnten, naja, Brahen jetzt zu aktivieren, bringt auch nicht so viel. Ich denke, wir aktivieren Madoc. Ich spiele nur Niromantie, unsere zweite, in den Waldbeschützer aus. Nehmen ihm mal sogar hinten die Vierer weg, dass wir nur den treffen müssen, den Buff gar nicht aktivieren. Den heben wir uns noch auf. Das ist immer schwer zu sagen, weil wir wissen ein paar bekannte Änderungen, aber wir wissen nicht alle Änderungen, ne? Und gerade die Änderungen, die sie manchmal nicht nennen, können sehr wichtig sein. Von daher, also ein paar Änderungen gefallen mir relativ gut. Auch, dass Maskenball zum Beispiel nicht mehr mit Joachim und Roderick benutzt werden kann. Andererseits ist das momentan wirklich die Stärke von Nilfgaard. Und Nilfgaard steht
wenn man sich die Turniere angeguckt hat, war Nilfgaard in der letzten Position. Von daher weiß ich nicht, wie das Nilfgaard abschwächen würde. Ja, Ragnarok. Von daher, ich bin mal gespannt auf den Patch. Und ich bin gespannt auf die Änderungen, die sie uns noch nicht gezeigt haben. Ob da vielleicht so ein paar versteckte Buffs noch dabei sind, die doch noch einiges ändern können. We will not delay the coronation. The sooner the better. Again and again and again. Okay. Frage ist, ob ich den Trommler sterben lassen will, aber ich denke mal, ein Tick von Ragnarok wird ja wohl den Trommler treffen. Angriff. War klar, den wird er wahrscheinlich auch zweimal benutzen. Ja, die nördlichen Königreiche machen auch schon einiges an Punkten. So, dann haben wir nochmal einen Medoc vorne. Treffen beide. Pam, 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 pam. Der letzte Tick wird leider nicht mehr durchkommen, aber ja. Ah, na. Okay. Used to chop wood, but the pay is better for soul. Ich mag Gort einfach nur. Gort ist so eine coole Karte. Vielleicht kriegt ihr auch Gort noch einen Nerf, ne? Ich bin echt gespannt, weil ich glaube, wirklich die Änderungen, die sie gemacht haben, mit vor allem den Panzerknackern, könnte ein herber Schlag ins Gesicht, und Hacker vor allem, könnte ein herber Schlag ins Gesicht von Syndikat sein. Gerade die Panzerknacker, die erste Runde halt so dermaßen wichtig sind, haben einen Nerf bekommen, dass sie halt keine Engines mehr sind, sondern einfach nur Punktekarten. Ne? Und das kann schon dazu sorgen, dass Syndikat da einiges einstecken muss. Und Carfu ist einfach nur eine Abspielung von Katzenfutter. So. Da ist, es hat nichts mit Hafu zu tun. Nothing to pick up when I'm done with you. Vollgestopfte Taschen, wenn man vom Teufel spricht. Dum, 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 dum. Okay, wir haben die Gerechtigkeit. Wir müssen anfangen. Wir brauchen eine Karte mit. Wir könnten mit Dunkel anfangen. Ne? Tale würde ich auf jeden Fall einbehalten. Mondstaub. Ich hätte ganz gerne die andere Bombe. Wir bräuchten eigentlich auch noch einen Zwerg. Ich glaube sogar, ich lege eine Demeritiumsbombe ab. Senses. Gibt es irgendwas, was wir nicht hochbuffen wollen? Eigentlich gibt es nur Karten, die wir hochbuffen wollen. 5 Schaden kann man leicht machen. 8 hingegen nicht. Da müsste eine Hitzewelle her. Hey, Golo. Okay, er spielt mit Graf Spießzahn. Okay, wir holen jetzt mal einen Zwerg raus. Feuerwerker, weil der wird eher überleben. Wir spielen Feuerwerker mal hinten wegen Tavernenschläge halt. Every lock holds the key to. No. Dann haben wir unsere Gerechtigkeit. Mit einem Freiwilligen. Wir spielen den Freiwilligen genauso, dass Tavernenschlägerei nicht unsere Dunker killen kann mit dem Schläger. Ich hätte den Zwerg noch aktivieren sollen, weil ich plane vielleicht nächste Runde zu passen schon. Oh, das sind so viele Punkte. Da müssen wir weiterspielen. It requires patience and a keen ear. Da müssen wir weiterspielen.
Also ich meine, wir haben drei Karten, drei Optionen, was Gutes zu treffen, nur eine ist schlecht. Und daher aktivieren wir ihn. Schwindel. Schwindel ist gut. Schwindel gibt uns einen Ausweg, dass wir keinen Kartennachteil kriegen. Das ist nämlich genau das Ding. So dieses Tempo mit dem Panzerknackern in der ersten Runde ist halt schon ziemlich sick. Gerade wenn sie als 8-Punkt-Karten rauskommen und gleichzeitig noch eine Engine sind. So. Aber wir haben 12 Punkte The Senses als Carryover. Gord wurde nicht so stark gebufft, das war auch nicht so schlimm. Gerade The Senses sind die Buffs ziemlich gut, weil die Karte kann er nicht angreifen, da kann sie nicht mit Philippa klauen. Romantie, Hitzewelle, die Meritiumsbomber. Brahen könnte noch relativ interessant sein. Ragnarok könnte interessant sein. Säbelzahntiger könnte interessant sein. Ich glaube, wir können es erlauben, eine Bombe basteln abzulegen. Nordwind will ich behalten wegen dem Schiff. Das ist ganz klar. Will ich noch eine weitere Bombe ablegen? Ich meine, er könnte mit Philippa unseren Medoc klauen, ne? Und dann sind mehrere Bomben nicht so schön. Und ich denke, er könnte es sogar versuchen. Also lege ich auch mal die zweite Bombe basteln ab. Fängt dann mit Hacker. Ist natürlich klar, weil er hat 4 Münzen als Carryover mitgenommen. Okay. Wir nehmen Hacker raus. Gib ihm aber erstmal nichts zum Angreifen, ne? Das ist das Wichtige. Weil viele Syndikatskarten müssen uns auch direkt angreifen. Es sei denn, der spielt natürlich mit sowas wie Jack. Oder Lauschen. Do you feel a draft? Let me shut the door. Opfern Ragnarok. Wir haben zwei gute Ziele dafür. Nehmen die Schilde von beiden runter. Das heißt, wir können nächste Runde einen mit einer Bombe ausschalten. Das ist halt so, ich weiß nicht, ob er jetzt noch großartig Karten für den Tunnelbohrer hat, weil normalerweise spielen diese Syndikat-Decks nur den Hacker für den Tunnelbohrer oder die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist erste Runde gefallen, Hacker ist zweite Runde gefallen. Und solange wir ihm jetzt nichts zum Angreifen gegen mit dem Tunnelbohrer, ist der Tunnelbohrer dann am Ende auch nicht mehr so dieses Brrr-Ding, ne? Eine Sekunde nicht hingeschaut. Mit was hast du Hacker gekillt? Mit Gammelfleisch. Wir haben ihn mit der Anführerfähigkeit verschoben und einen Tadel draufgesetzt. Okay, er passt. Das heißt, wir können auch einfach jetzt nur eine Bombe opfern. Weil hier kommen nochmal 3 Schaden drauf und das reicht aus. So, jetzt haben wir eine lange Runde. Er hat keinen Tunnelbohrer mehr. Wir haben noch unsere Uniromantie. Wir können noch bewegen. Wir haben noch einen Tollpunish. Wir haben leider nicht den Last Say, ne? Aber gut. Selbe Problem bleibt allerdings. Säbelzahntiger wäre jetzt eine ziemlich gute Karte. Und Brahen. Bergarbeiter. Ich lege tatsächlich mal die Bomben ab. Okay, wir können uns entweder Säbelzahntiger oder Brahen rausholen. Gibt es eine Karte, die sich sehr stark hochbuffen kann, die wir mit Brahen unbedingt zerstürmischen, oder wollen wir jetzt mit dem Säbelzahntiger anfangen? Das Ding ist halt, ich rechne noch mit einer Hitzewelle. Die würde dann wahrscheinlich aber auf unseren Säbelzahntiger am Anfang kommen. Das heißt, wir würden die Neuromantie für einen Säbelzahntiger benutzen, der durch eine Hitzewelle stirbt. Ansonsten würde er wahrscheinlich nur einen Waldbeschützer oder einen Gord mit Hitzewelle bekommen. Na, wenn er die Hitzewelle für den Tiger verschwendet, hat er sie nicht mehr für den Gord. Hat er was anderes für den Gord? Schwer zu sagen, ich denke eher nicht. Aber wir haben sowieso noch eine Hitzewelle und es gibt sowieso nichts mehr, was sich so stark hochbufft. Also wir holen jetzt den Säbelzahntiger. Aber die Karte wird sowieso durch Hitzewelle sterben. Naja, die Logik ist, dass der Wettereffekt immer dann auftritt, wenn der Gegner nochmal die Kontrolle bekommt. Wenn du deine letzte Karte allerdings ausspielst, wird automatisch danach gepasst, weil die Kontrolle geht, nachdem du deine letzte Karte ausgespielt hast, nicht mehr an den Gegner über. Das heißt also quasi, der Gegner
hat nicht mehr diesen Wettereffekt-Ticks. Jetzt war es allerdings so, wir haben eine Karte noch ausgespielt, dann ist die Kontrolle nochmal an den Gegner übergegangen und erst dann nochmal zurück an uns und dann konnten wir passen. Also das ist schon alles so richtig, wie es ist. Spielen dich aus. Have you seen a fuse lying about, have you? Also es sind so, wie Wettereffekte immer funktioniert haben, ne? Ich Stiebchen. Blutiger Schwarz. Okay. Wir spielen erstmal den Bergarbeiter. Okay. Ja, ich werfe mal hier eine Bombe rauf. Wir kriegen unseren Madoc. Ist aber nicht so schlimm. Ich meine, er hat noch eine Philippa, aber was will er klauen? Wir könnten es womöglich schaffen. Am Ende höchstens den Säbelzahntiger könnte er uns klauen als letzte Karte. Das wäre so eine Möglichkeit, ne? Wir könnten Jack ausschalten. Ich glaube, wir schalten auch mal Jack aus. Sein, er spielt jetzt noch was. Ach komm, wir killen ihn doch. Wir verlieren zwar ein paar Punkte, aber ich will Jack vom Feld haben. Ich habe tatsächlich Hearthstone gespielt, als ich die Streaming-Pause gemacht habe. Muss aber sagen, dass Hearthstone mich absolut nicht mehr anfuchst, so. Ich hatte auch tatsächlich wenig Spaß, Hearthstone zu spielen. Also ich habe ein paar Runden gemacht wegen der neuen Erweiterung, aber weiß nicht, es hat mich einfach nicht mehr angefuchst. Aber ich habe auch tendenziell eigentlich in der Pause relativ wenig gespielt. Ich glaube, das meiste, was ich tatsächlich in der Pause gespielt habe, war sogar Valheim. Da habe ich quasi das Dörfchen ein bisschen ausgebaut und dann eine riesen Festung draus gemacht. Lecker, lecker, boom! Okay. 13 Punkte Gord ist schon nicht verkehrt. Das ist, glaube ich, unser bestes Hitzewellenziel. Gibt es noch was Besseres, was wir Hitzewellen können? Wahrscheinlich nicht. Höchstens noch einen weiteren Spender, den er hat. Ne? Also jetzt so ein Meeresschakal kann er jetzt noch ausspielen und dann Münzen da reinpumpen. Ja, ja, das macht auch den Tunnelbohrer dann schlechter. Also wenn er jetzt noch Tunnelbohrer auf der Hand hat, ist Tunnelbohrer eine quasi fast tote Karte. The flames of righteousness do not scorch the innocent. Okay. Hier hin. Ich muss Madoc eigentlich nicht aktivieren. Ich lasse ihn mal so auf dem Feld als Köder. Am Ende Schakal mit 20 Punkten. Das ist durchaus möglich. Also er hat die Münzen dafür. Wenn er seine vollen Münzen in den Schakal reinsetzt. Aber wenn er den wirklich ganz am Ende ausspielt, können wir den sowieso nicht mit einer Hitzewelle treffen. Okay, er hat sogar keine Verbrecherkarte. Ich kann davon ausgehen, dass vielleicht deine letzten Karten Philippa und Meeresschakal sind. Vielleicht hat er aber auch noch eine Hitzewelle. Ich glaube, was wir machen, wir lösen dich aus, aktivieren tatsächlich Madoc in der Hoffnung, dass wir eine Sechser treffen.
und spielen den Gord nach hinten. Wir wollen eine... Ja? Wir haben sie zweimal getroffen. Weil so können wir den Waldbeschützer quasi noch... das ist der Tunnelbohrer. Okay, jetzt wäre es egal gewesen. Aber wir haben durch Meldok halt keine Punkte verloren. Ja, Tunnelbohrer macht 2 Schaden für 2 Münzen. Relativ in Ordnung. Tigerchen wollen wir nicht nochmal umdrehen. Er kommt nur noch auf so und so viel Münzen. Schieben nochmal den Gord nach vorne. Das heißt, wenn er jetzt eine Tavernenschlägerei hat, ist die komplett nutzlos. Wir haben 22 Punkte mehr. Selbst eine Hitzewelle reicht nicht aus. Okay. Weiß auch nicht, ob er noch einen Schakal hat, aber er wollte alles anscheinend in Münzen. Das ist halt das Problem. Die haben halt für die ganzen Kronspalter nur ihren Hacker und ihre Gerechtigkeit. Und sobald die raus sind, ist der Tunnelbohrer halt relativ schlecht. Plus mit dem Deck geben wir ihm nicht wirklich einen Angriffsziel für den Tunnelbohrer. Also, ja. Tavia Levens. Der hat sich nur ein bisschen an den Kerzen verbrannt, aber ansonsten ist der noch gut. Der ist noch gut. Aber Jack Mautz seit, ich weiß nicht, seitdem es ihm wieder richtig gut geht, Mautz der nur noch rum, weil sein Insulin ist noch nicht richtig eingestellt und er hat permanent Hunger. Also so wie du. Nee, also das ist wirklich hart. Also das ist schon... Ich bin froh, wenn ich mal 5 Minuten aus dem Haus bin. Das arme Kätzchen. Hört man ihn eigentlich? Nee. Dann ist gut. Ich höre ihn die ganze Zeit. Smile, you blathered gift. Schade, dass wir jetzt nicht Bombe basteln auf der Hand haben, weil den können wir einfach nach hinten verschieben und dann kann er nicht mehr hämmern. Problem ist halt aber auch, wir haben alle unsere Zwerge auf der Hand und die Gerechtigkeit ist noch im Deck drin. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die erste Runde nicht alle Zwerge ausspielen können. Wir fangen mal mit dem Feuerwerker. Hast du gelesen, was ich dir geschrieben habe? Ja. Hast du es gemacht? Ich hatte vorhin schon gemacht, weil ich erst dachte, ich muss das halt darüber runterladen. Ja. Ich spiele gegen Madoc und haben unseren Nordwind nicht auf der Hand. Das ist nicht so schön. Mama. Du hörst ihn echt nicht? Nee. Okay, wir machen sie jetzt ganz clever. Wir zerstören den Wiedergänger und buffen Madoc auf 5 Punkte, dass sein Nordwind nicht ausreicht. Ah, Genius! Ich muss auch zwischendurch mal kurz den Kater spritzen. Wann musst du den Kater spritzen? Gegen 20 Uhr. Ja, kannst du ja machen. Ja, nur damit du Bescheid weißt. Ich weiß gar nicht, wir haben nicht so wirklich die perfekte Hand für die erste Runde. Ich glaube, einen Tal würde ich schon noch ausspielen, dass der auf dem Friedhof liegt. Aber ansonsten, wir brauchen halt die Zwerge für die Gerechtigkeit. Das heißt, eigentlich 3 Karten auf der Hand will ich nicht mehr wirklich ausspielen. Waldbeschützer, Hitzewelle, erste Runde wäre wahrscheinlich auch nicht so Premium. Ja, wir passen. Wenn er ihn verbannen will, hat er 2 Karten Nachteil. Nein, er will nicht verbannen. Okay. Die Freiwilligen legen wir ab, ziehen den Bunker nach.
fehlt immer noch Säbelzahntiger, Ragnarok. Das zumindest gut ist, an den Bogenschützen, die können wir relativ schnell verschieben, dass sie nicht viel Schaden machen. Der verbannt unseren Menok. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Nehmen wir uns ein bisschen Carryover mit. The only good one is a dead one. Was können wir noch opfern? Ich denke, wir benutzen eine Uniromantie in Bombe basteln. Okay, zwei auf dem Bergarbeiter. Ich hätte furchtbar gerne den Nordwind. Wir brauchen unsere Bomben nicht so stark. Mondstaub ist nicht das, was ich haben will. Du solltest ins Deck. Wir haben den Nordwind gezogen. Ich lege mal noch eine Bombe basteln weg. Zieh noch den Brehan. Wir haben immer noch Säbelzahntiger, so Senses und Gerechtigkeit im Deck drin. Das ist alles nicht so schön. Das sind tatsächlich für das Matchup vielleicht drei nicht so verkehrte Karten. Have you seen a fuse lying about, have you? Moin, Teddy. For this most beautiful of maidens, I shall fight 100 jewels! Feels like a temp fate every passing day. Na, Blicky? Blicky ist gerade auf dem Boden. Die Bogenschützen machen halt noch so ein bisschen Kopfschmerzen. Sure as shit need me. Okay. Und dass es uns momentan so wenig Angriffsziele gibt. Ich denke, wollen wir die Gerechtigkeit? Also die Gerechtigkeit sind die meisten Punkte. Die Gerechtigkeit sind mehr Punkte als Essenz. Das Säbelzahntiger werden wir eh nicht mehr gut benutzen können. Also ich denke, wir holen die Gerechtigkeit raus. Ich könnte den Feuerwerker aktivieren. Wir würden einen Punkt verlieren. Also wir würden auf jeden Fall einen Plus rausziehen. Ich denke, ich mache das auch. Ja, haben einen Punkt Plus gemacht, aber dafür kann er den nicht auslösen mit irgendwelchen Zauberkarten wie mehr Wiedergänger. Okay, das ist Madoc. Dagegen haben wir natürlich den Nordwind. Und wir haben noch den Buff für den Zwerg. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren deine Anfänger Guides für Gwent gesehen. Hat mich wirklich sehr weitergeholfen. Wollte nur dann bedanken. Nur dafür sind die da, Louis. Dafür sind die ja da. Okay, Idaran wollen wir natürlich nicht auf dem Feld wissen. Wir wollen Idaran sofortig wegräumen. Was machst du jetzt? Du kannst deinen Zauber nicht aktivieren. Den Wiedergänger können wir zur Not immer noch zerploppen. Wir haben auch noch die Hitzewelle. Da ist der Bogenschütze. Mit Anführerfähigkeit. The sky will burn with the eternal fire. Ja.
Den einen schalten wir aus. Den anderen verschieben wir nach vorne. Jetzt kann er zwar mit dem Zauber sich einen Wiedergänger rufen, aber wir haben zur Not einen Brand, der den zerstören kann. Oder immer noch den Mondstaub, den kaputt macht. Also alles kein Problem. Noch ein Wiedergänger. Ich meine, haben wir ein besseres Ziel für eine Hitzewelle in dem Deck als den? Wir haben zur Not immer noch einen Burhand, der auch was zerstören kann, wenn er es nach vorne oder nach hinten ausspielt. Eigentlich mehr nach hinten, ne? Ich denke, wir benutzen sogar die Hitzewelle auf dem Wiedergänger. Ich will einfach nicht, dass er da noch irgendwelche erschaffen kann. Boah. Na, das ist doch ein perfektes Ziel für den Brand. Only for the good of the just, right? Damned hypocrites. Die Wiedergangster haben immer noch ein erhebliches Problem, und zwar nur Unit-Decks. Das ist, glaube ich, eines der schlechtesten Matchups, die sie treffen können. Er könnte noch so einen Brand haben oder eine Hitzewelle. Ein Falibor. Okay, Falibor macht nicht viel. Aber selbst wenn er jetzt noch eine Hitzewelle hat, wir haben 15 Punkte Gord. Würde ein blutiger Baron ausreichen? Ich meine, er setzt 12, 18 Punkte, macht er, ne? Der reicht aber auch nicht aus. Die Hitzewelle nur. Na. Nee. Trotz Last Save. Das ist skillige Ruhmesglanz. There'll be nothing to pick up when I'm done with you. Blacky, du sitzt vom Twitch-Chat, ich kann dir nicht lesen. Ist da wieder eine Taube? Das ist keine Taube. Okay, wir müssen anfangen. Wir haben Säbelzahntiger für den Anfang, das ist relativ schön. Zweimal Tadel der Natur. Wir haben keinen Zwerg. Also wir hätten einen Zwerg, aber ich will Gord erste Runde nicht ausspielen. Ich glaube, ich würde mir sogar einen Tadel ablegen für den Feuerwerker. Das ist eine ziemlich gute Starthand, müsste ich sagen. Und wir kriegen auch alle Buffs auf einen Gord. Das heißt, wir müssten eigentlich unbedingt die erste Runde gewinnen, weil dann haben wir einen fetten Last Say. Mit Dunker. Gwent-Tage sind gute Tage. Every day is Gwent Day, wenn du es willst. Okay. Uh-oh. Uncreate Plünderer. Bury corpses? Nay, feed our foes to the crabs while they still live. Alle Buffs, die wir jetzt kriegen, gehen auf Gord. Weil wir keine andere Einheit auf der Hand haben. Das ist sick. Wenn wir jetzt allerdings die erste Runde verlieren, dann ist das nicht so gut, weil. Ja. Dann kann er quasi mit Morg alles zurücksetzen, was wir die erste Runde machen. Guckwa-Jäger. Morhawk de Varie! Okay, wir gucken auf jeden Fall, was wir kaputt kriegen. Ich. Diese Gerechtigkeit. Und die Freiwilligen raus. Mein Dunker wird ja noch ein bisschen leben. Darf man fragen, wie du mit deinem zufrieden mit deinem Co-Kommentator am Wochenende warst? Eigentlich sehr zufrieden. Ich finde, Newpeace hat einen guten Job gemacht. Aber ich habe auch schon umgefragt, wie er den Leuten gefallen hat. Aber die meisten waren für Newpeace. Also der hat einen guten Job gemacht so. Hey, Deadwalker. Wir waren nie weg. Wir waren nur... Ja, gut. In Pause? Wir waren ein bisschen weg. Ach, Quatsch.
Ich banish mal den Jäger, aber dann kann er den Jäger nicht wiederbeleben. Jetzt was anderes, was banishen kann, eigentlich nicht wirklich. Hey, Flyheim. Gut erholt, ja. Also wir sind wieder relativ fit in die Runde reingestartet. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Änderungen. Die werde ich aber auch nochmal auf YouTube ein bisschen näher erläutern. So. Aber allgemein... Ja, was soll ich sagen? Ne? Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für Videos schneiden, für besondere Videos. Deswegen wird es wahrscheinlich dazu führen, dass wir nicht immer nur streamen können. Und auch halt, wie gesagt, dieses Monotone... Was wir dann hatten, so die 4 Tage der Woche, immer so ab 18 Uhr Stream, war dann irgendwann so doof. Das heißt, wir machen jetzt die Zeiten ein bisschen flexibler. Aber versuchen dann halt, ja. Wie gesagt, ich mache ein YouTube-Video, weil wir haben es im Stream schon mal besprochen am Anfang. Die meisten haben es schon gehört. Wir werden das alles nochmal durchgehen. Clan Pursuk, Clan and Crit, Arm and Arm at last. Okay. Melok wird wahrscheinlich abgefangen, dass ein Fanatiker halt ins Leere geht, aber ich denke, es ist mir trotzdem wert. Wobei ich spiele auch keine Einheit mehr aus, ne? Daher ja. Ja, es gibt Spieler, die haben ab und an immer irgendwie so einen Rang, wo man halt dann nicht unbedingt weiterkommt. Aber dann ist halt einfach so, mein Gott, spiel das, was dir am meisten Spaß macht. So. Wenn dir momentan das Syndikat-Deck Spaß macht, wenn du es halt sehr lange hintereinander spielst, dann wirst du da einige Kniffe rauskriegen, die dir wahrscheinlich deutlich helfen werden. All that dancing around. It's not for me. Okay. Drehen dich um. Machen das. Aktivieren Madoc. Schießen aber gleichzeitig einen von denen weg. Weil jetzt hat er hinten und vorne nur eine Einheit. Das heißt, der Tiger wird sich nochmal umdrehen und wird nochmal 2 Schaden auf zumindest eine Einheit machen. Und so ist der hinten dann wenigstens nochmal geschädigt. Also Syndikat kriegt ja am Mittwoch einen Nerf, ne? Wir hätten ja auch vielleicht Ragnarok früher spielen sollen. Blutadler. Wieso greift er das Schild an? Wieso holt er sich einen Vabion mit Blutadler raus? Wahrscheinlich, weil er die Karte mit dem Schild nochmal angreifen will. Reasons for the feeble of heart. Kriegt der Clan. Sie hat keine 4 auf dem Friedhof. Die haben wir ihm ja weggezockt. Ich überlege tatsächlich, ob ich einen Waldbeschützer opfern will, aber Waldbeschützer könnte ich noch für später gebrauchen. Schwierig, könnte natürlich auch passen, aber dann wird er die erste Runde gewinnen. Das würde ich ihm eigentlich nicht geben. Ich denke, wir müssen Waldbeschützer erste Runde benutzen. Ich frage mich auch noch, wie viel er ausgeben kann, ne? Ja, das Ding ist allerdings nur, also die Karten, die du mit Kub rausholst, also Joachim. Joachim ist eigentlich eine Karte, die ist nicht so stark, ne? Das Einzige, was Joachim wirklich aktuell stark macht, ist, dass du ihn mit Kub 2-mal ausspielen kannst. Aber Joachim ist in den meisten Fällen eine Karte, die gibt dir eigentlich nur 8 Punkte für 10 Provisionen. Okay.
So, Senses wäre noch eine ganz angenehme Karte. Dann hat er nämlich nichts zum Angreifen. Brehen könnte man noch nehmen. Bomben sind aber auch nicht verkehrt, aber ich will tatsächlich. Okay, Tadel, Talbheimer. Wir haben auf jeden Fall als Last Scene einen richtig fetten Gord. Eis mit Ruhmesglanz könnte man da versuchen, aus dem Gegner rauszulocken, dass er sie schon benutzt. Aber will ich lieber eine lange Runde haben, in der man nichts angreifen kann? Ich denke ja. Die Frage, die ich mir nämlich stelle, ob wir genug Punkte dafür machen. Aber er hat da wirklich nie was zum Angreifen, ne? Weil wir spielen entweder nur immun aus oder unsere Karten als allerletztes. Das Einzige, was er angreifen kann, ist wirklich Madoc. Brehen. Okay, vielleicht kann er Brehen angreifen. Staub. Wir können so Senses noch mit Oniro aus dem Deck rausholen. Ist okay. Becky, du legst dich auf die Leertaste. Es gibt Dinge, die werden sich nie ändern. Ja, was könnte man jetzt spielen nach den Panzerknackern? Tatsächlich schwierig, möchte ich fast sagen. Man kann Joachim Firma ausspielen. Ja, man kann sie mit Cantarella wieder zurücklegen, ne? So starke Kombos. Also die Joachim-Kombo ist halt größtenteils wirklich die Kombo mit Maskenball, ne? Aber die wird ja weggenommen. Ja. Aber ich finde tatsächlich Joachim, auch wenn man ihn Firma ausspielen kann. Dadurch, dass jetzt halt wirklich diese Maskenball-Kombination wegfällt, ist das schon etwas herber für den Jungen. Das ist eine Aura, die gibt es aktuell im Shop, Grizzly. Das ist, wir haben Geburtstag von Yennefer und Ciri. Das heißt, es gibt im Shop gratis Sachen und das ist zum Beispiel einer davon. Ein Hexerquartiermeister. You ought to see the other beast. Ja, ich meine, die wird da wieder heilen. Können natürlich jetzt auch nach hinten bewegen, aber nach hinten bewegen wäre relativ doof. Könnte aber alles bewegen, der Quartiermeister, dann könnte ich nur allerdings nicht mehr für Brehen bewegen. Ich glaube, ich lasse die sich sogar heilen. Aber ich glaube, ich nehme den weg. Maskenball wird nicht mehr ausgelöst durch Aristokraten, die auf der gegnerischen Spielfeldseite gespielt werden. Das heißt quasi Spione. Roderick und Joachim werden Maskenball nicht mehr auslösen, ne? Knöchelknacker gibt's noch. Landkrieg Brigant. Let us put our steel to the test. Okay. Hitzenwellen Fred und der wird durch den Wettereffekt sterben. Und nächste Runde können wir noch was in den Wettereffekt reinschieben. Gut, Adler. Kill the sons, steal the lasses. Gut, schieben wir nochmal rein. Auch wenn er sich um 2 Punkte heilt, der kriegt mehr Schaden. The Senses dürfte er nicht angreifen können. Skjordal. Over my dead and cold body. Dieses Problem jetzt. Er wird trotzdem noch sehr viele Punkte machen. Ja, wir werden auch mit. Also, wir werden mit Brehen höchstens den Briganten zerstören können. Von daher spiele ich ihn einfach mal so aus. Jetzt ist die Frage: Kommt Eis mit Jutta?
über unseren Harald Gore drüber. Hat gerade meinen ganzen Platz auseinandergenommen. Skelligar und Sintra shall stand ever together. May Freya choose the victor. Okay. Gott kommt auf, wir gewinnen um einen Punkt, oder? Wir gewinnen um einen Punkt. Ob ich jetzt Bran weggeworfen hätte oder ihn ausgespielt hätte, hätte keinen Unterschied gemacht. Weil entweder, also wenn wir die Karte wegwerfen, haben wir die vier Punkte nicht. Wenn wir ihn ausspielen, dann wird er durch Jutta sterben. Also im Prinzip wäre es vollkommen egal gewesen. Jutta kann er ja trotzdem aus dem Deck wegwerfen, auch wenn er kein Ziel zum Angreifen hat. Die wird ja trotzdem wieder geboren. Das heißt, egal was wir machen, wir hätten null Punkte bekommen. Ne? Da können wir ihn auch ausspielen. Geht schneller, als auf den Friedhof raufzuklicken. Um einen Punkt gewonnen. Ja! Yeah. Nimm das, Skellige. Und das alles nur, weil Dunker perfekt Gord in der ersten Runde um vier Punkte gebufft hat. Diese vier Punkte war genau das, was nötig war, um einen Punkt zu gewinnen. Ha, Dunker sei Dank. Manchmal sind diese New-Unit-Decks einfach nur so komplett kernbehindert, aber ich mag sie trotzdem. Weil du einfach mit den Decks halt den Gegner zu Weißblut treiben kannst, weil, hat er ein GG gegeben? Ich weiß gar nicht. Der gibt mir nichts zum Angreifen. We find ourselves in a world turned most foul. A world filled with innumerable horrors, monstrosities, that prey on the meek and mighty alike. 'Tis truly a wretched scourge born of nightmares. Yet it need not be so. Freed of the fetters of the Spineless Council, we can create something new. Hunters of exceptional strength, speed, agility. Equipped to overcome absolutely any foe. Bards will toil to do justice to their feats. For sometimes one needs a monster to slay a monster.